Willkommen zurück zu Fallout 4. Ihr habt wieder nichts verpasst. Ich habe nur einen Ladebildschirm am Anfang weggemacht. Beziehungsweise bin ich erst hierher gereist vom Aufnehmen. Und zwar genau hierhin, weil wir wollen hier drüben die Quest machen. Das Combat Zone sollen wir erkunden. Und da werden wir uns jetzt mal auf den Weg hin machen. Das ist dann, guck ich mal, diese Richtung. So. Speichern. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Wer weiß, was da auf dem Weg noch alles kommt. Auf jeden Fall müssen wir hier durch oder an der Stadt lang. Oh oh. Da ist Supermutanti. Muss das jetzt sein? Ich glaube ja, der ist böse. Wo ist eigentlich Piper? Habe ich die nicht mitgenommen? Eigentlich hatte ich die mitgenommen. Piperlein. Ich muss mal ein bisschen anschleichen. Sneaky. Was? Was jetzt hat er? Okay, jetzt hat er mich gesehen. Und der hat einen Raketenwerfer. Verfickte Scheiße. Das könnte ungesund werden. Wo ist denn der jetzt hin? Da drüben sehe ich ihn. Jetzt kommt er hier rüber. Hallo? Da wer sein? Ja, da wär sein. Das, da hast du richtig erfasst. Und ich treffe dich nicht, verdammte Scheiße. Oh, oh. Hey, sie sind hier. Wow. Lass das, Alter. Ja, Piper, lenk den mal ab. Genau, das machst du sehr gut. Wow. Ah, fuck. Alter. Mein Arm. Seinem verfickten Raketenwerfer, Alter. Hör doch mal auf. Bist du bescheuert? Kannst du auch noch was an? Auch noch was. Anscheinend nicht. Wie soll ich ihn den platt kriegen? Oh oh. Ah, jetzt hat er keine Munition mehr, glaube ich. Ja, jetzt kannst du ruhig kommen. Wenn du Munition mehr hast. Bam. Ist nur schade, weil ich hätte gerne noch ein bisschen Munition für den Raketenwerfer gehabt. Puh. Immer diese Kack-Supermutanten. Na, ich nehme den mal mit. So. Jetzt bin ich durcheinander. Da muss ich lang. Aber anscheinend muss ich hier oben wieder hoch. Na, wir kommen da schon irgendwie wieder hoch. Speichern. Ich traue dem Frieden hier nicht. Eigentlich hätte ich ja mal gucken können, was da oben noch rumfliegt. Hm. Oh, was ist denn hier los? Feierliche Party. Ich guck mal. Seid ihr freundlich? Bisschen, na, ich weiß nicht, ob die freundlich sind. Hallo? Jungs? Ich hoffe, du entscheidest dich, eine der Säulen der Gemeinschaft zu werden. Wer bist du? Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Oh, nee. Ihr seid ja total kaputt. Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst.
Ganz bestimmt nicht. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Oh Gott, ich guck mal an, was er will. Ja, bin ich. In Ordnung, fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Nicht so schüchtern. Komm. Willkommen. Wo will der jetzt hin mit mir? Keine Angst, ich beiße nicht. Ich trau dem noch nicht so wirklich. Bruder Simon. Hier entlang, Nächster. Ja, ich bin doch da. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Ich bin nicht paranoid, aber das riecht nach einer Falle. Ja, da draußen steht auch schon so ein... Am Arsch gebe ich dir irgendwas. So, dich lasse ich da jetzt einfach hocken. Ich will jetzt in meinen... Zu spät für Rückzieher. Komm zurück, verdammt! Oh! Weg. Du. Diese kaputten religiösen Idioten immer. Anwärter. Na dann, tschüss. Treffen. Oh, treffen wir wieder gar nichts. Oh, Kacke. Wer bist du? Moment mal, ich hab da irgendwo eine andere Waffe. Lass mich mal in Ruhe, du Affe. Das war die falsche Waffe. Ich nehme mal die Schrotflinte, mit der habe ich schon lange nicht mehr. Hallo! Hoppala. Netten Knüppel hattest du. Na. Nein! Das hatten sie nicht versprochen. Da ist ja noch einer. Hallo. Der ist stabil, der Junge. Dann halt so. Alter. Jetzt fall da endlich um. Oh, ich muss auch mal treffen. Der tut so, als ob er eine Waffe in der Hand hat. Finde ich gut hier. Ich kann nicht sehen. Aber auch stabil. So Anti-Piper. Der schießt ihn auch nicht. Ach, da vorne. Das geht auch mal gar nicht, Leute, hier, was ihr hier so abzieht. Junge, jetzt fall doch mal um. Wer ist denn damit? Oh ja, der hat, glaube ich, gesessen. Kreuzschlüssel. Nein, danke. Was hast du? Du bist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Ganz genau, das sehe ich auch so. Wo war denn der Freak hier drin? Kronkorken, ja, die nehme ich doch. Ohne vergoldete Sturmfeuerzeug. Ja, ich weiß, Piper. Aber die haben es nicht anders verdient. Also beklaue ich die. Wirbelsäule im Aktenschrank. Okay. Das kannst du alles behalten, Kumpel. Hier noch Schönes.
Hier haben wir nur Scheiß. Ah, hier den Kronkorken. Als her damit. Irgendwelche Uhren. Oh, eine Mini-Atombombe. Munition für die Fat Man. Die Sonnenbrille kann ich mal mitnehmen. Ansonsten liegt hier auch nur Kacke rum. Na dann. So, dürfen wir jetzt endlich mal weitergehen. Wo muss ich denn jetzt? Da. Ups. Immer diese religiösen Idioten. Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Oh, ich musste mal was essen. Sehe ich gerade. Inventar. Hilfsmittel. Oh, da kommt davon was und davon. So. Jetzt muss ich mal sehen, welches Dings ist denn das? Ja, das müsste da unten das sein. Also das, was weiter weg ist. Kann ich hier durch die Gasse? Ich höre irgendwo was. Oh, Kacke. Hier geht's irgendwo ab. Boss, come on. Ich will jetzt nicht unbedingt mich mit irgendwem großartig noch kloppen hier. Ich wollte die Quest angehen. Oh wei. Oh wei. Ich dreh mal rum. Lululu. Ich geh mal anders lang. Hier drüben. Da kann man noch ein bisschen was entdecken. Gibt noch ein paar EP. Da vorne ist auch wieder so ein Supermutant. Meine Fresse, die stolzieren hier aber überall rum. Ich bin gar nicht hier. Die Knarre drauf hätte. Auf Entfernung ist die Schrotflinte nicht so praktisch. So, jetzt muss ich mal gucken. Es muss doch hier irgendwo sein, das Ding. Combat Zone. Das ist doch das Gebäude schon. 20 Meter ist der Eingang weg. Hey, da draußen ist wer. Hallo. Du kommst hier nicht rein. Dem habe ich so ein bisschen ins Gesicht geschossen. Oh, wer ist der denn? Na komm. Bleib mal stehen. Ja, schön hinter der Laterne. Auf den Arsch. Ups. Noch einer. Oh, wie viel sind denn das? Die Piper, jetzt schieb mich doch nicht. War das alles? Wie sehe ich gar nichts? Endlich hast du dein Testament gemacht. Genau. So, jetzt bleibt doch mal stehen. Zieht einfach die rüber ein, wenn ich auf den schieße. Wo ist denn der andere? Da oben. Was macht er denn da? Wo wollt ihr denn hin, Jungs? In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Ach, dann gehe ich halt da rein. Oder egal. Wollt ihr nicht mit mir spielen? Hat sich verpisst? Aha, behalt deine Scheiße, sagt er. Dann loot ich mal in Ruhe. Ist mir auch egal. Hier ist auch noch irgendwo einer. Oh, das nehmen wir auch mal mit. Piper, wo hast du sie hingescheucht? Hm? Sind sie weg? Oh mein Gott, jetzt haben sie sich hier oben verschanzt. Leute. Ach, das ist mir jetzt aber zu blöd mit euch. Ich renne euch jetzt nicht durch die halbe Stadt hinterher.
Ist egal. So. Wir sind jedenfalls bei unserem Ziel angekommen. Hier ist das Combat Zone. Das Combat Zone. Und ist es so schön, den Ladebildschirm erspare ich euch jetzt. Von daher, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!